Ja, einen schönen guten Abend. Ich grüße Sie herzlich aus dem Aktionsradius Wien, hier vom Wiener Gaußplatz. Ja, wir melden uns und grüßen alle draußen zu Hause an Ihren Geräten, an Ihrem Laptop, an den Handys, am PC. Und wir freuen uns, dass Sie bei unserer 5. Livestream-Diskussion heute hier dabei sind. Wir im Aktionsradius, wir sind ein Themenveranstalter und wir haben uns für November, Dezember das Thema Corona, Lockdown und die Folgen vorgenommen und 9 sehr breit aufgestellte Veranstaltungen konzipiert, um einen kritischen Blick darauf zu werfen, auf die Vorgänge im heurigen Jahr und das aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und Fachrichtungen. Und ja, damit das Ganze nicht ganz ins Wasser fällt, jetzt im zweiten Lockdown, wo Veranstaltungen ja nicht mehr erlaubt sind, haben wir uns entschieden, das Ganze virtuell zu veranstalten, also als Livestream, damit Sie es zu Hause verfolgen können. Und ab morgen wird diese Veranstaltung heute auch dann in unserem Themenarchiv stehen. Da können sie auch dauerhaft sozusagen abgerufen werden, alle Diskussionen. Ja, heute haben wir kritische Mediziner eingeladen, eine Ärztin und einen Arzt. Es werden sicher medizinische Fragen beleuchtet, aber in erster Linie, das Thema des Abends ist heute Demokratie in Gefahr. Es sind Akteure, die schon von Anfang an eigentlich auch sehr gesellschaftspolitisch aktiv waren und sich mit lauter Stimme auch gegen die Covid-Maßnahmen kritisch geäußert haben und positioniert haben. Wir diskutieren heute hier ohne Publikum, wie es derzeit vorgeschrieben ist. Und ich freue mich aber, dass die Gäste des Abends, die Gesprächsteilnehmerinnen und Gesprächsteilnehmer persönlich hier zu uns an dem Gaußplatz gekommen sind, damit wir das eben filmen können. Und ich darf jetzt ganz herzlich das Podium, die Gesprächspartner des Abends vorstellen. Ja, ich beginne mit Frau Magister Eva Pfisterer. Schön, dass Sie hier sind bei uns am Gaußplatz das erste Mal. Eva Pfisterer ist die Moderatorin des heutigen Abends. Sie wird das Gespräch dann führen und uns auch durch den Abend führen. Eva Pfisterer ist Wirtschaftsjournalistin, eine ehemalige ORF-Redakteurin. Sie ist aber auch Autorin, Mediatorin und hat als Autorin oder Herausgeberin auch an zahlreichen Büchern mitgewirkt, wirtschaftspolitische Bücher oder philosophische Sachbücher. Ja, und sie wird heute ein Gespräch führen, eben mit, wie erwähnt, mit zwei kritischen Medizinern, die eine medizinische Einschätzung beisteuern können, aber die eben sich von Anfang an auch sehr gesellschaftspolitisch engagiert haben. Und ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Konstantina Rösch. Guten Abend. Sie ist Fachärztin für Inneres. Sie war bis September als Fachärztin am Landeskrankenhaus am Uniklinikum Graz beschäftigt. Sie hat sich von Anfang an im Frühling eigentlich schon sehr stark die Covid-Maßnahmen kritisiert, auch diese Unverhältnismäßigkeit. Sie war ganz am Anfang auch in der Initiative Corona aktiv. Auf Kundgebungen haben sie gesprochen und auch in einer Videobotschaft, kann ich mich erinnern, haben Sie sich einmal direkt an Bundeskanzler Kurz gewandt. Ja, und Frau Dr. Rösch ist eine sehr klar positionierte und eine klare Kritikerin dieser Maßnahmen. Und ich glaube, aufgrund dieser Kritik haben Sie ja dann auch im September Ihren Arbeitsplatz verloren sozusagen oder wurden dienstfreigestellt am Landeskrankenhaus Klagenfurt. Ich denke, Sie werden uns auch darüber berichten, wie es dazu gekommen ist oder wie Sie sich da auch arbeitsrechtlich vielleicht positionieren werden. Ja, und dann begrüße ich Herrn Dr. Martin Hadic, auch herzlich willkommen hier im Aktionsradius. Schönen guten Abend. Herr Dr. Hadic ist Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, für Infektiologie und Tropenmedizin und er ist einer der Mitbegründer der Plattform Respekt. Und gemeinsam mit dieser Plattform hat er bereits im Frühjahr als Reaktion auf die SARS-CoV-2-Maßnahmen einen offenen Brief an die österreichische Bundesregierung geschickt mit der Forderung, diese Maßnahmen umgehend, vorbehaltslos und vollständig wieder zurückzunehmen. Also ich denke, Sie werden uns auch berichten, ob da jemals eine Antwort gekommen ist oder auch Reaktionen. Auch Dr. Hadic ist ein
Kritiker der Maßnahmen und er kritisiert auch diese massive Beschneidung der Persönlichkeitsrechte und so sieht die Demokratie in Gefahr. Das ist diese Frage, die wir heute diskutieren wollen. Dr. Hadic leitet eine reisemedizinische Praxis in Leonding und auch ein virologisches Labor in Hannover. Und ich glaube, über diese Tätigkeit sind Sie auch sehr gut vernetzt mit der deutschen Ärzteschaft, in der es ja auch schon mehrere Initiativen gibt, sehr kritische Initiativen, zum Beispiel die Ärzte für Aufklärung oder die kritischen Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie. Also da gibt es einige Plattformen oder auch der außerparlamentarische Corona-Untersuchungsausschuss in Deutschland, den Dr. Hadic auch mitbegründet hat, ein Forum, in dem auch ständig Diskussionen geführt werden und wo man auch juristisch diese Themen abklären möchte. Und ja, soweit ich gehört habe, wurde auch heute eine Initiative gesetzt in Wien, da werden Sie sicher noch näher darüber berichten, wo vielleicht auch ein bisschen nach deutschem Vorbild auch hier in Österreich eine gemeinsame Plattform entstehen soll, in der die Plattform Respekt mitarbeitet, kritische Medizinerinnen und Mediziner, aber eben auch eine ganze Reihe kritischer Wiener Anwälte. Die Anwälte für Aufklärung, die gibt es eben auch in Österreich schon. Ja, und nicht am Podium, aber als Gast hier und auch Begleiter von der Frau Dr. Rösch, hier ist auch einer der Wiener Rechtsanwälte, Dr. Roman Schießler. Schön, dass Sie auch hier mitgekommen sind. Er war einer der Ersten, also er hat im Frühjahr schon eine Verfassungsklage eingereicht beim Verfassungsgerichtshof, auch wegen Grundrechtsverstößen gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz. Und er ist jetzt auch einer der Wiener Anwälte, die sich zu dieser Plattform zusammengeschlossen haben. Und ja, wenn die Zeit dann noch reicht, wird er vielleicht auch gegen Ende der Diskussion ein kurzes Statement beisteuern aus juristischer Sicht oder was hier jetzt im Gange ist. Ja, ich möchte noch darauf hinweisen, dass die Initiative Corona, die ich vorher schon erwähnt habe, auch ein Volksbegehren eröffnet hat, Wiedergutmachung der Covid-19-Maßnahmen. Auch dieses Volksbegehren läuft und man kann auf jedem magistratischen Bezirksamt unterschreiben. Ja, dann bedanken wir uns auch ganz herzlich bei den beiden Herren, die heute für die Technik zuständig sind und das auch so wunderbar umsetzen. Unser Mediengestalter Wolfgang Blädel und Filmemacher Erwin Wagenhofer. Vielen Dank. Ja, und kurz noch ans Publikum zu Hause, an Ihren Geräten. Wenn Sie eine Frage stellen möchten am heutigen Abend, so können Sie das machen in Form eines Chats. Also direkt unter dem Livestream-Fenster, dem Video, gibt es auch diese Möglichkeit zu chatten und uns Fragen zu schicken. Wir werden die sammeln und gegen Ende dann der Frau Pfisterer übergeben. So der letzte Block könnte dann diese Fragen aus dem Publikum sein. Und ab morgen, wie gesagt, steht auch dieser Mitschnitt in unserem Themenarchiv und Sie können ihn, wie alle anderen Diskussionen davor, sich auch noch einmal ein zweites Mal anschauen oder auch an Freunde weiterleiten. Ja, so viel von meiner Seite. Ich übergebe an die Frau Pfisterer das Wort und wünsche eine sehr spannende und informative, sachliche Diskussion. Danke, danke für Ihre freundliche und Vorstellung und Einleitung. Ich darf auch das Publikum, das jetzt online zugeschaltet ist, begrüßen und mich auch bei der Technik bedanken und auch natürlich meine Mitdiskutanten, Universitätsprofessor Dr. Hadic. Nicht Universitäts, nur Professor. Nur Professor, okay. Dann sage ich Professor Dr. Dr. Hadic und Frau Dr. Konstantina Rösch. Unsere Diskussion heißt ja Demokratie in Gefahr und natürlich gehört auch die Meinungsfreiheit zur Demokratie und zu den demokratischen Grundwerten, die auch in der Verfassung festgelegt sind. Und tatsächlich kann ich mich kaum erinnern, dass Kritiker bei irgendeinem Verfahren oder Maßnahmen derartig mundtot gemacht worden sind oder wie bei Ihnen mit dem Rauswurf bedroht worden sind. Also Kritiker in Deutschland zum Beispiel werden als Covid-Idioten diffamiert, das heißt eigentlich von vornherein abgewertet, ausgegrenzt. Und wer kritisiert, ist eben ein Idiot, unvernünftig und gehört eigentlich nicht zu dieser Gesellschaft oder spaltet die Gesellschaft und gefährdet die Allgemeinheit. Und ich muss sagen, ich bin so lange im Journalismus und in der Öffentlichkeit gewesen und ich habe so etwas noch nie erlebt. Und also eine meiner ersten Fragen ist an Sie, Frau Dr. Konstantina Rösch.
Warum, wenn alles kontrovers diskutiert werden kann, warum glauben Sie, dass das bei Corona nicht möglich ist? Weil Sie haben ja eigentlich nur wollen, dass man über diese Maßnahmen diskutiert. Und daraufhin haben Sie nicht nur den Job und Ihre Arbeit als Internistin am Landeskrankenhaus Graz verloren, sondern auch als Teil dieser Krankenanstaltgesellschaft. Also was haben Sie Verwerfliches gemacht, glauben Sie? Ich muss eine ganz kleine Korrektur anbringen. Ich bin nicht Fachärztin, sondern Allgemeinmedizinerin. Okay, sorry. Ich will da nicht mich mit fremden Federn schmücken. Ja, zu meiner Entlassung ist zu sagen, dass es sich um ein laufendes Verfahren handelt und ich da nicht allzu viel sagen möchte, denn wie allgemein bekannt ist, ist man auf hoher See und vor Gericht in Gottes Hand, an den ich zwar nicht glaube, aber da möchte ich mich eher ein bisschen bedeckt halten. Wie gesagt, es ist ein Verfahren laufend. Wie das ausgeht, das wird man sehen. Ich bedauere das natürlich, dass das so geendet hat, obwohl ich es vorausgesehen habe. Ich bin nämlich ein Mensch, der seinen Mund nicht halten kann, wenn ich sehe, dass Menschen gedemütigt werden. Und das, was in diesem Land passiert, nicht nur in diesem Land, das ist eine Demütigungsmaschinerie. Eine ganz perfide Demütigungsmaschinerie und das ertrage ich nicht. Man kann mich an den krummen Hund schimpfen, man kann mich der Lüge zeihen, man kann sagen, dass ich blöd, dass ich deppert, dass ich sonst was bin. Aber ich vertrage das nicht, wenn das anderen widerfährt. Ich kann da auch der Ungerechtigkeit und der Misshandlung nicht zuschauen. Ich war immer schon so komisch, weiß nicht, es muss angeboren sein. Vielleicht liegt es auch an der Erziehung oder Nichterziehung oder Sozialisierung. Und mir war das, obwohl ich keine Juristin bin, von der ersten Sekunde an klar, wie die erste Verordnung rausgekommen ist, dass dies verfassungswidrig ist. Fragen Sie mich nicht, warum ich das gewusst habe, aber offensichtlich habe ich vielleicht auch ein bisschen ein größeres juristisches Wissen in meinen Hirnwindungen, als mir bewusst ist. Und das ist zutiefst in eine tiefste politische, gesellschaftliche und soziale und wirtschaftliche Krise führen wird, das war mir auch vom ersten Augenblick an klar, und zwar nachweislich. Also es ist jetzt nicht so, dass nachher kann man immer gescheit reden. Ich habe das auch unmissverständlich postuliert, und dass wir kein medizinisches Problem von nationaler Tragweite bekommen aufgrund einer Infektionserkrankung, das habe ich auch sofort postuliert. Und ich habe mit allem, was ich prophezeit habe, wenn ich dieses Wort verwenden darf, leider, muss ich sagen, Recht behalten. Und ich sage auch ganz offen die Namen der Kolleginnen und Kollegen. Ich grüße die Kardiologie in Graz. Ihr fehlt mir schon zum Teil und ich verteidige euch nach wie vor mit meinem Leben, auch wenn das manche Menschen nicht gern hören mag. Weil man hat ja nicht einen Job, man ist ja Teil einer Gemeinschaft auch. Aber ich möchte schon zum Beispiel dem Kollegen Eko Bisping ausrichten. Hallo Eko, du hast zu mir gesagt, du wirst sehen, Konstantin, im April werden wir hier die Leichen stapeln. Und dann habe ich gesagt, lieber Eko, das werden wir nicht. Und jetzt schauen wir uns einmal die Daten, die Zahlen und die Fakten, die wir schon haben, an. Und ich hatte Recht behalten. Vielleicht war es Zufall, vielleicht nicht. Aber wie gesagt, meine Einschätzungen der medizinischen und politischen Natur im weiteren Sinne waren bedauerlicherweise richtig. Und wir befinden uns in einer Krise. Aber das Wort Krise bedeutet im Altgriechischen Beurteilung. Und das ist eine Riesenchance. Dankeschön. Man muss zugute halten, sage ich einmal den Politikern am Anfang und auch vielen Ärzten, die das vielleicht nicht wussten. Wir kannten dieses Virus nicht. Also am Anfang habe ich das ja noch verstanden, dass man da strenger ist. Aber Sie, Herr Dr. Hadisch, sind ja Mikrobiologe, Infektiologe und auch Tropenmediziner. Also Sie verstehen, wie dieses Virus wirken kann. Ja? Und Sie haben auch mehrfach die Einseitigkeit der medialen Berichterstattung kritisiert und auch beklagt, dass die Medien reines Sprachrohr sind. Es hat sich in letzter Zeit ein wenig gebessert. Es gibt jetzt schon mehr Stimmen, aber viele, viele Monate gab es eigentlich nur immer eine Meinung. Und was sagen eigentlich Ihre Kollegen und Kolleginnen in der Forschung
Und in den Krankenhäusern spielen die alle mit oder werden die auch schon kritischer? Oder was glauben Sie, wenn Sie mit ihnen sprechen? Sie sind auch in Deutschland vernetzt. Lassen Sie mich vielleicht bitte zuerst einmal auf Ihr Eingangsstatement zurückkommen, dass am Anfang viele Leute vielleicht nicht gewusst haben, was auf uns zukommt. Ich möchte dem zum Teil widersprechen, weil schon am Anfang war keine Bereitschaft da, das, was beobachtet wurde, auch entsprechend kritisch zu bewerten. Österreich, wie übrigens Deutschland auch, war nicht an erster Front, auch nicht in Europa an erster Front, im Sinn der Infektionswelle, wenn man diesen Ausdruck überhaupt verwenden darf. Es gab bereits Erfahrungen aus anderen Ländern. Wir wissen natürlich alle, dass das nicht ungefiltert 1:1 umzusetzen ist, aber bereits bevor Österreich die ersten Fälle verzeichnet hat, war klar, dass durch dieses Virus in erster Linie alte Personen und Personen mit Grundkrankheiten betroffen sind und andere eben nicht. Und insofern war hier schon ein gewisser Informationsstand im Vorhinein gegeben, den man auch hätte sozusagen mit berücksichtigen können, bereits zum Anfang der Infektionen in Österreich. Weiterer Aspekt ist, dass in einer menschenverachtenden Art und Weise auch über andere Länder gerichtet wurde, und eines der typischen Beispiele ist ja das Schlagwort der italienischen Verhältnisse, die nur ganz bestimmte Regionen in Italien betroffen haben, nämlich Norditalien. Süditalien hat kein Problem mit SARS-CoV-2-Infektionen gehabt und wo bei einigermaßen kritischer Analyse man auch hätte sehen können, dass es auch dort in erster Linie alte Leute betrifft, dass es in einer Region ist, wo eine überdurchschnittlich starke Umweltverschmutzung ist. Und das ist, glaube ich, ein Knackpunkt in der gesamten Bewertung, sich das Ganze ja abspielt, indem fast durch den Zwang der EU bedingt das Gesundheitssystem ja zu Tode gespart worden ist. Das bemisst sich nicht nur, aber auch an der Zahl der Intensivbetten pro Person, also pro Bevölkerungsanteil. Und was noch dazu gekommen ist, ist, Italien war am Anfang betroffen und man hat natürlich relativ schnell gelernt, wie man die Therapie dieser Infektionskrankheit optimieren kann und wie man schwere Verläufe auch zumindest abmildern kann. Vielleicht nur für Ihr Verständnis oder für das Verständnis der Zuschauer zu Hause. Üblicherweise ist einer der Parameter, an dem Maßnahmen, auch intensivmedizinische Maßnahmen gemessen werden, die Sauerstoffsättigung im Blut. Und fast reflektorisch ist bei einer deutlichen Absenkung der Sauerstoffsättigung im Blut es so, dass die Leute dann intubiert werden, das heißt, die bekommen einen Schlauch in die Luftröhre und werden dann maschinell beatmet. Das, was man aus der Physiologie aber wissen sollte, das ist also die Funktion des Körpers, die gesunde Funktion des Körpers, ist, dass damit ein wesentlicher Prozess umgeschaltet wird, nämlich, wenn wir spontan atmen, atmen wir über Unterdruck, durch Ausbreitung und Ausdehnung des Brustkorbes wird Luft in die Lunge gesaugt, wogegen ja bei der maschinellen Beatmung eine Überdruckbeatmung stattfindet, das heißt, da wird Luft in die Lunge geblasen. Und bei einem Prozess, der sich im Gewebe der Lunge abspielt, das ist ja nichts anderes als dieser sogenannte Ausdruck der interstitiellen Pneumonie, hat das nennenswerte Auswirkungen auf die Frage, inwiefern Gase durch dieses Gewebe durchdiffundieren können. Es kommen auch Scherkräfte zum Tragen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Intubation ist die letztmögliche therapeutische Intervention, die man hier machen sollte. Die Leute hatten niedrige Blutgase, wurden aber sozusagen fast reflektorisch frühzeitig intubiert und das war für viele Leute dann sozusagen das Todesurteil. Das muss man einfach auch dazu sagen, da muss man der Wahrheit das Recht geben und da hatten wir den Vorteil, dass wir erst später betroffen waren davon.
Wie schaut es mit der Kollegenschaft aus? Darf ich dazu eine Frage stellen? Gerne. Das ist interessant. Wenn Sie nämlich sagen, dass durch die Intubation nämlich zu viel Sauerstoff der Patient bekommen kann, das wäre dann ein Todesurteil, wenn man so viel nicht aufnehmen kann. Entschuldigen Sie, das ist ein Missverständnis. Es geht nicht darum, dass die Leute zu viel Sauerstoff bekommen, sondern bei der Spontanatmung erfolgt ein Dehnungsprozess im Lungengewebe, weil durch den Unterdruck die Lunge ja den Bewegungen des Brustkorbs folgen muss, weil ja außen ein Vakuum ist und wird sozusagen auseinandergezogen. Dagegen bei der Intubationsbeatmung wird die Lunge komprimiert, wird zusammengepresst. Das hat mit dem Sauerstoff eigentlich nichts zu tun, aber man muss ja mit berücksichtigen, dass die klassische, wie man das bezeichnet, Manifestation, also die Art, wie sich die Krankheit auf das Organ Lunge auswirkt, eben eine Entzündung des Lungengewebes ist, das also sozusagen zwischen den Luftbläschen und den Blutgefäßen ist. Und das ist per se schon eine Diffusionsbarriere. Und wenn ich das dann noch komprimiere, dann dichte ich das sozusagen jetzt einfach gesprochen noch zusätzlich ab. Und damit sozusagen ist der Gasaustausch noch einmal erschwert, um das sehr simpel darzustellen. Ich hoffe, dass jetzt Lungenphysiologen mir nicht allzu sehr am Zeug flicken werden, wenn ich das in diesen Worten ausdrücke. Aber das war sozusagen ein Effekt, deswegen wird ja heutzutage auch in erster Linie eine Spontanatmung, selbst bei den massiv Sauerstoff eingeschränkten Patienten noch gefördert durch hohen Durchfluss von Sauerstoff, durch Helme oder was auch immer, aber es wird die Spontanatmung belassen. Und man versucht den Entzündungsprozess in der Lunge durch Entzündungshemmer, wie zum Beispiel Cortisonderivate, zu unterdrücken. Und was man auch gesehen hat, und das ist jetzt aber auch keine Besonderheit dieses Krankheitsbildes, also von Covid-19, sondern es gibt es genauso bei vielen anderen Virusinfektionen und zum Beispiel auch bei der Influenza, nämlich, dass es durch Schädigungen der Endothelien, also der Gefäßinnenwände, dann zu Gerinnselbildungen kommt, die sogenannte Thrombenbildungen oder Mikrothrombenbildungen, die natürlich auch Organfunktionen massiv beeinflussen können, weswegen zumindest in manchen Situationen auch eine Gerinnungshemmung zur Therapie dazu gehört. Das ist das, was wir dazugelernt haben und weswegen wir in Österreich begünstigt waren, weil wir aus den Erfahrungswerten von anderen Ländern sozusagen schon Profit haben ziehen können. Zu der Frage der Kollegen noch einmal. Die Kollegenschaft teilt sich ja grob gesagt in mehrere Gruppen. Am wichtigsten ist es, jene zu berücksichtigen, die aufgrund eines Angestelltenverhältnisses, so wie es auch bei der Frau Dr. Rösch der Fall ist, im Prinzip existenziell von ihrem Arbeitgeber abhängig sind. Und umso größer ist es auch und umso höher ist es auch der Frau Dr. Rösch anzurechnen, dass sie im Wissen um diese Abhängigkeit trotzdem sozusagen ihren Weg gegangen ist und sich nicht einschüchtern hat lassen durch die Androhung des Arbeitsplatzverlustes oder was auch immer. Das ist allerdings für viele andere Kollegen durchaus, glaube ich, ein Hemmnis, sich offen zu äußern. Ein zweiter Punkt ist, dass üblicherweise, zumindest in den Medien, ja keine ausgewogene Darstellung stattfindet. Das heißt, wir wissen, für die Medien gilt ja häufig only bad news are good news. Das heißt, man muss möglichst dramatische Bilder zeigen, um eine Sensibilität für eine Thematik zu schaffen. Und dann zeigt man halt lieber die derzeit wenigen grenzwertig belasteten oder ausgelasteten Intensivstationen statt leerstehende Krankenbetten. Und wir können davon ausgehen, dass sozusagen hier natürlich auch die Stellungnahmen der Mediziner in erster Linie dort eingeholt wird, wo man mit einem, wenn man so sagen mag, Höchstmaß an Patienten zu kämpfen hat. Es kommt keiner zu Wort, der sagt, naja, ich weiß schon, dass es Covid-19 gibt, aber wir haben im Moment 2 von 10 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt, also bei uns ist kein Problem, sondern es kommen natürlich die in erster Linie sozusagen in den Medien vor, die überlaufen werden und natürlich bieten sich bei einer Infektionskrankheit primär infektologische Intensivstationen oder Intensivstationen, die einen solchen Schwerpunkt haben, an und die laufen auch als erstes voll
Und das ist aber dann sozusagen die fehlende oder die Fehlgestaltung der Message, dass es heißt, ja, und die Intensivstation ist jetzt schon voll und die wissen nicht mehr, ne, ist klar, die werden als erstes aufgesucht. Aber ich meine, wenn ich eine Intensivstation habe, wie im Klinikum Favoriten in Wien, das eine hervorragende Infektiologie hat, wo natürlich die Patienten als erstes hingehen wollen, dann sind die 10 Betten dort natürlich schnell einmal voll. Und dann werden vielleicht sogar Reservebetten fällig, weil die Leute primär dort hingehen. Aber was ist das für eine Stadt mit einem Großbereich von 1,6 bis 1,8 Millionen Menschen, wenn 10 Betten besetzt sind oder sollen es 15 sein? Also von der Seite her, natürlich gibt es auch auf anderen Intensivstationen Patienten, die dort liegen. Aber für die Auslastung, vielleicht kommen wir ja noch darauf zu sprechen, für die Auslastung bestimmter Betten, sei es jetzt regulärer Betten oder Intensivbetten, sind ja andere Faktoren auch verantwortlich. Dankeschön. Ich gehe jetzt nicht auf die Intensivbetten ein, weil es ist ja schon in den letzten Tagen sehr viel darüber diskutiert worden. Ich möchte jetzt wieder zur Demokratie zurückkommen. Und eine der wichtigsten demokratischen Errungenschaften ist ja zweifelsohne, dass uns die bürgerliche Freiheit gegeben wurde oder dass die bürgerliche in der bürgerlichen Gesellschaft diese Freiheit und die Autonomie zugestanden wurde. Ja. Also sehen Sie, und das würde ich jetzt wirklich gerne an beide stellen, diese Frage, sehen Sie eine Möglichkeit, die Ausbreitung dieser Ansteckungen auch ohne diese Beschneidungen unserer Grundwerte, ohne die Beschneidung unserer Freiheit zu stoppen, ohne eben diese Grundwerte zu verletzen? Das würde mich interessieren, weil das ist ja die Kritik jetzt, dass Grundwerte verletzt werden. Natürlich, für eine Zeit lang ist offenbar der Schutz der Gesundheit höher als der Schutz dieser Freiheitsrechte. Aber die Frage ist es, wäre es möglich, ohne diese Freiheitsrechte und Grundwerte zu verletzen, solche eine Ausbreitung dieses Virus zu verhindern? Also ich möchte das umgekehrt, die Frage umdrehen. Haben wir durch die Einschränkung der Grundrechte ein Intensivbett mehr, eine Pflegeperson mehr, einen kranken Menschen weniger? Und es hat einen sehr guten Grund, warum die Gesundheit nicht im Grundrechtskatalog ist und warum die Gesundheit auch kein Rechtsgut ist. Weil jetzt machen wir mal ein kleines Gedankenspiel. Einer von uns kriegt was auch immer für eine Krankheit, kann sich jeder aussuchen. Und dann klagt er das ein beim Verwaltungsgerichtshof. Was ist dann das Urteil? Gute Besserung im Namen der Republik, danke, auf Wiederschauen, gehen Sie zu einem Doktor. Das hat einen Grund, warum die Gesundheit eben nicht ein Rechtsgut ist oder in den Grundrechten verankert ist, weil es gibt kein Recht auf Gesundheit. Es gibt aber sehr wohl ein Recht auf eine medizinische Versorgung. Es gibt sehr wohl ein Recht auf eine Krankenversicherung, ein Recht auf angemessenes Wohnen, auf Reisefreiheit, körperliche Unversehrtheit. Und diese Grundrechte schützen uns davor, dass wir solche Zustände, wie wir jetzt haben, wo das Ganze pervertiert wird, eintreten, sollten uns schützen. Und wir sehen ja auch, was in dieser Gesellschaft jetzt passiert, wo die Grundrechte eingeschränkt werden. Die Wirtschaftsleistung sinkt. Die Krankenkasse ist schon eingekommen beim Herrn Anschober um 600 Millionen Euro. Das ist aber schon ein paar Monate her. Also jetzt werden es ein bisschen mehr sein. Also wir haben schon einen Schaden im Gesundheitssystem. Wir können uns das pro futuro offensichtlich nicht mehr leisten, dass wir dieses Grundrecht auf eine angemessene medizinische Versorgung haben. Umgekehrt wird da ein paar Schuhe draus. Meines Erachtens nach kann und darf es keinen Grund geben, dass Grundrechte eingeschränkt werden. Und das ist vollkommen egal, ob da draußen ein Atomkrieg wütet oder der Tsunami oder sich der Höllenschlund auftut oder welche Krankheit auch immer. Die sind nämlich eben dazu da, um uns vor diesen staatlichen Eingriffen zu schützen, und dem ist nichts hinzuzufügen. Und wir haben es amtlich, dass alles, was wir da gemacht haben, was die Regierung oder der Staat, ich meine, der Staat sind auch wir, muss man dazu sagen, gemacht hat, keine Grundlage hat. Also ich drücke es jetzt im Juristendeutsch aus, ich musste mich da sehr viel beschäftigen damit in den letzten Monaten. Der VfGH hat ja sämtliche Maßnahmen mit kleinen Ausnahmen als verfassungswidrig aufgehoben, mit der Begründung, der Verordnungsgeber hat es gänzlich unterlassen, Begründungen zu liefern.
Also wenn man so die Medien, was ich mir ja nicht mehr antue seit März, die Mainstream-Medien anschaut, da müssten ja also kiloweise Gutachten sein. Also von Tierärzten über Mikrobiologen, über Ärzten, die sich da jetzt zu Wort melden aus allen Fachrichtungen. Ja, wieso haben die eigentlich keine Expertisen abgegeben? Wieso ist dieser Akt leer gänzlich unterlassen? Ja, nicht, naja, ein bisschen oder wenig ist in dem Akt. Es gibt keinen Grund dafür und das haben wir amtlich. Und jetzt ist ein Punkt überschritten, wo ich sage, geht gar nicht mehr. Ja, also könnten Sie sich vorstellen, also die Zahl der Ansteckungen, die es ja offensichtlich gibt, wir wissen vom Dr. Susharit Bhakti, dass es nicht unbedingt die Zahl der Ansteckungen, die gemessen werden, dass es unbedingt diese Leute sind, die dann wirklich krank werden. Das stimmt schon. Aber könnte man ohne Eingriff in die Grundrechte das verringern, die Ansteckungen verringern? Ich möchte gern auf Ihre ursprüngliche Formulierung zurückkommen, nämlich dass Gesundheit ein schützenswertes Gut ist. Ich glaube, genau das ist der Punkt. Selbstverständlich ist Gesundheit ein schützenswertes Gut, aber die Gesundheit ist ja nicht nur gefährdet durch SARS-CoV-2. Und die einzige Gesundheitsgefahr ist ja nicht nur die Krankheit Covid-19. Und ist denn der Schutz der Gesundheit von Kindern, von Leuten, die vielleicht andere Erkrankungsrisiken haben, die Erhaltung, so gut es geht, der Gesundheit von chronisch erkrankten Patienten weniger wert als die Verhinderung einer Infektion mit SARS-CoV-2? Definitionsgemäß laut Weltgesundheitsorganisation ist der Zustand der Gesundheit ein Zustand völligen physischen, psychischen und sozialen Wohlbefindens. Und damit ist es natürlich eine Illusion. Im vollen Umfang ist wahrscheinlich dann niemand de facto gesund. Aber es gilt, dieses Ziel mit allen verfügbaren Mitteln zu verfolgen. Und das eben unabhängig von Herkunft, von sexueller Orientierung, von Geschlecht, von Rasse oder was auch immer. Und dieses Prinzip ist grundsätzlich in der österreichischen Verfassung auch verankert, weil zum Beispiel gerade die Frage des sozialen Wohlbefindens schließt ja genau diese Punkte ein, wie Versammlungsfreiheit, ich will das jetzt nicht alles wiederholen, was auch die Kollegin Rösch gesagt hat, und das wird im Moment unterbunden. Und das mangels Grundlage. Wir haben ein Phänomen, das über diese, wie ich es immer bezeichne, monofokale Betrachtungsweise, als gäbe es nichts außer SARS-CoV-2 und Covid-19, alle anderen Beeinträchtigungen ausgeblendet werden und Leute, die eventuell auch anderen Zuständen, auch der Gesundheit in einer anderen Dimension Vorschub leisten möchten und damit die aktuellen Vorgaben in Frage stellen oder konterkarieren oder kritisieren, automatisch als Gefährder dargestellt werden. Den Ausdruck der Covidioten haben Sie auch schon erwähnt, die Corona-Leugner. Und nicht zuletzt auch nicht, kam ja auch aus dem Mund unseres Bundeskanzlers das Wort dumm in einer der Pressekonferenzen. Ich habe mich da zwar durchaus persönlich angesprochen gefühlt, aber ich will ihm das nachsehen. In Anbetracht seines Wissens- und Bildungsstandes ist das eine verzeihbare Aussage. Aber ich denke mir, so etwas macht ja auch Stimmung. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Also was er von mir hält, ist unbedeutend, aber dass damit das Aggressionspotenzial in der Bevölkerung geschürt wird, der Bogen sozusagen immer weiter gespannt wird, wo man also wirklich versucht, es kommt mir vor wie ein Menschenexperiment, was ist die Bevölkerung in Österreich noch bereit, alles zu tolerieren, bevor es knallt. Und das ist schon ein Spiel mit dem Feuer. Und ich als bekennender Pazifist fürchte mich unter Anführungszeichen davor, dass irgendwann einmal dieser Unmut, der von der Regierung durch ihr Verhalten, durch ihre
unkritische Vorgehensweise ja schlichtweg provoziert wird, dass dieser Unmut irgendwann sich auch einmal materialisiert und es zu Konflikten kommt, und zwar wirklich also zu Gewalt. Die Frage der Möglichkeit der Blockade, der Übertragung ist aus meiner Sicht differenziert zu betrachten. Wir haben, seit wir auf unsere ursprünglichsten Ursprünge zurückschauen, der Mensch hat jetzt eine Evolution von Hunderttausenden Jahren, vielleicht sogar Millionen Jahren, massiv daran gearbeitet, ein funktionierendes Immunsystem zu bekommen. Und wir werden mit dem Großteil aller belebten Organismen, die uns umgeben, tagtäglich, die wir einatmen, die im Essen sind, die im Getränk sind, die wir vielleicht durch Wunden in die Haut bekommen, werden wir fertig. Für manche Infektionen brauchen wir Hilfestellungen, wie zum Beispiel Antibiotika oder Virostatika oder Pilzmittel oder Antiparasitika. Und so ist es, manche Erreger können schwere Krankheiten verursachen. Das ist nichts Neues, das ist ein Phänomen, mit dem Ärzte seit Paracelsus oder vielleicht schon davor auch zu tun haben und was sich zwar vielleicht vom Spektrum her ein bisschen geändert hat, aber nach wie vor eine Herausforderung für jeden Arzt ist, der am Patienten arbeitet. Und da muss man sagen, stellt man sich die Frage der Angemessenheit, welche Maßnahmen sind zulässig, um eine Übertragung zu blockieren. Wir agieren ja nach der Devise, dass wir auf dem Altar der Übertragungsblockade von SARS-CoV-2 bereit sind, alles zu opfern, alles, was wir haben. Und ich meine, die Demokratie, um auf das Thema des Abends zurückzukommen, ist uns ja nicht zugeflogen. Die Demokratie wurde von Generationen vor uns zum Teil unter Einsatz des Lebens erkämpft und war jetzt für lange Zeit auch für Bürger in westlichen Demokratien, sogenannten Demokratien, wahrgenommen als Selbstläufer und als Selbstverständlichkeit. Und plötzlich müssen wir in einer erschütternden Art und Weise feststellen, dass dem nicht so ist, weil viele der Gesetze jetzt einfach ausgehebelt sind. Und die Übertragung eines Krankheitserregers sozusagen als Argument zu nehmen, um an diese Grundrechte dranzugehen, ist schlicht und einfach menschenverachtend und es ist auch, das habe ich von den Juristen gelernt, nicht zulässig. Das heißt, was hier passiert, ist illegal. Jetzt muss ich noch einmal anders fragen, weil ich möchte trotzdem hierauf eine Antwort bekommen von Ihnen auch. Wenn jetzt, wie Sie wissen als Arzt, dieses Virus ansteckend ist, was würden Sie, und natürlich ist unsere Freiheit, hört dort auf, wo die Freiheit des anderen beginnt, und wenn ich jetzt zum Beispiel ansteckend bin, weil ich das Virus habe, weil ich infektiös bin, dann muss ich ja den anderen schützen. Also was würden Sie dann tun, wenn Sie jetzt ohne die Grundrechte wollen Sie ja nicht verletzen, was würden Sie tun, um den anderen zu schützen? Nämlich Leute, die ansteckend sind, dass man die, denen würden Sie auch sagen, bleiben Sie zu Hause oder bleiben Sie im Spital? Oder? Es gibt natürlich, um das Infektionsmodell vielleicht ganz kurz abzureißen, das Infektionsmodell besteht aus einer Infektionsquelle, der Übertragung entweder direkt, das sind die sogenannten ansteckenden Erkrankungen, oder über einen Vektor. Der häufigste Vektor in der Medizin sind übrigens die Hände, ja, und einem Infektionsziel. Und ich habe die Möglichkeit, diesen Übertragungsweg in verschiedener Art und Weise zu blockieren. Wenn die Infektionsquelle für mich problematisch ist, dann mache ich eine sogenannte Quellenisolierung. Diese Quellenisolierung, um es ganz simpel zu nehmen, bei Atemwegsinfektionen ist zum Beispiel, dass die betroffene Person eine Maske trägt oder, was Sie gerade gesagt haben, zum Beispiel das Haus nicht verlässt und zu Hause bleibt, um damit nicht zu streuen. Die Schutzisolierung ist, das potenzielle Infektionsziel zu schützen. Zum Beispiel, indem ich sage, ich führe gewisse Regeln ein, ich versuche die Übertragung auf insbesondere vulnerable Gruppen so gering, das Risiko so gering wie möglich zu machen. Und genau da entzündet sich es ja.
Die Infektiosität des Virus ist ein Faktor und da befinden wir uns, sage ich einmal, sicherlich nicht im Bereich der hohen Infektiosität. Nicht? Sie wissen ja, ist mittlerweile ja ein allgemeiner Begriff, der sogenannte R-Wert, nicht? Also die Basisreplikationsrate, wie viele Leute können von einer potenziell infektiösen Person angesteckt werden, wenn sie nicht immun sind. Und auf der anderen Seite ist aber die Pathogenität zu bewerten. Und die Pathogenität ist nicht harmonisch, sondern wir müssen, wenn wir über die Pathogenität sprechen, also das Infektionsziel, differenzieren, wie groß ist denn das Risiko der betroffenen Person, im Falle einer Infektion auch zu erkranken. Und da müssen wir sagen, wenn wir also jetzt von banalen Symptomen wie Schnupfen oder Husten oder Heiserkeit absehen, also wenn wir uns auf die schweren Krankheiten fokussieren, ist diese Wahrscheinlichkeit bei Kindern und Jugendlichen mehr oder minder plus minus null. Ausnahmen gibt es immer, aber es ist mehr oder minder null. Dann stellt sich die Frage, ist es legitim, die aus ihrem Sozialverbund herauszulösen, zu blockieren, hier auch auf die Grundrechte zu gehen, um diese Leute zu schützen, die eigentlich gar nicht erkranken? Und da glaube ich nein. Und ich ende wieder dort, dass es, glaube ich, legitim ist, den Leuten, die das Risiko haben, schwer zu erkranken, ich wiederhole noch einmal, das sind in erster Linie alte Leute, vor allem alte Leute mit Grunderkrankungen, aber wenn man Grunderkrankungen hat, kann man auch schon im jüngeren Alter schwer erkranken. Zum Beispiel vermutlich auch einer der wesentlichen Gründe, warum in Amerika wesentlich mehr Leute schwer erkranken, weil Stoffwechselerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes eindeutig ein Risikofaktor sind. Und nach Samoa hat ja die USA den zweithöchsten Body Mass Index der Welt, den durchschnittlichen. Also insofern sind dort sehr viele Leute gefährdet, gar keine Frage. Häufig noch kombiniert mit Hypertonus und so, also mit Hochdruck. Also es sind viele Risikofaktoren. Und diesen Personen sollte man jedweden Schutz anbieten. Aber auch da ist es wieder eine ethische Frage. Ja? Ich darf so etwas nicht verordnen. Ich darf sie nicht dazu zwingen. Und ich wiederhole immer das gleiche Beispiel, weil es für mich einfach eindrucksvoll ist. Wer sind wir, dass wir der 90-jährigen Dame, die ihr wahrscheinlich ihren letzten runden Geburtstag feiern kann, verbieten, diesen Geburtstag im Kreis ihrer Großfamilie auch zu feiern? Natürlich würde man dann sagen, dass jeder, der krank ist oder der Mutter, die vielleicht ihr rotzelndes Kind hat oder so, dass man sagt, du, das ist ein Risiko, vielleicht bleibst du der Feier fern. Oder dass man sagt, die, die vielleicht nicht so compliant sind mit Hygienemaßnahmen, wie zum Beispiel auch der Händehygiene, sollen halt nicht dauernd bei der Uroma oder was auch immer am Schoß sitzen oder sie abherzen oder so. Das müssen doch diese Leute definieren. Und das ist eine Frage der Autonomie. Und natürlich geht es immer auch um die andere Seite. Aber wir tun ja so, als wäre alles andere zulässig, nur SARS-CoV-2 ist verboten. Und wenn wir diese Infektion verhindern, dann braucht niemand sterben. So ist es nicht. Und wenn Sie sich die Daten anschauen, und da gibt es zum Beispiel in Europa eine relativ gute Statistik auf Euromomo, hat Österreich bisher, also im ganzen Jahr 2020, noch keine Übersterblichkeit. Wir befinden uns immer in dem Korridor, der auch in den letzten Jahren war. Es gab in den letzten Jahren Übersterblichkeit, unter anderem im Sommer durch eine Hitzewelle, ja, und im Winter durch Influenza. Gerade 2017/18 zum Beispiel hat die Influenza in Österreich zu einer signifikanten Übersterblichkeit geführt. Was ist damals passiert? Nichts. Und jetzt, sage ich, nehmen wir ein Virus, das eine krankmachende Wirkung hat, im Schnitt so ungefähr wie eine durchschnittliche Grippe, als Anlass dafür, alles auszuhebeln. Da muss doch jedem vernünftig denkenden Mensch ein Licht aufgehen und sagen, da geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Diese Art der Aufmerksamkeit und der Reaktion hat SARS-CoV-2 und Covid-19 nicht verdient. Danke, Frau Dr. Rösch. Nachdem Sie ja ähnlich denken, wollte ich Sie fragen, warum glauben Sie, dass nur dieses Virus eine derartige Aufmerksamkeit hat? Es gibt ja auch zum Beispiel schwere Lungenerkrankungen in Deutschland, da sterben also viel mehr Leute wie an Corona, habe ich gestern erst gelesen. Warum hat
Was gibt es da für Begründungen? Was haben Sie sich gedacht dabei? Und eine Frage habe ich noch, weil Sie waren ja lange Zeit bis zuletzt im Spital. Und die Begründung, warum man jetzt diese harten Maßnahmen macht, ist ja, dass unsere Intensivkapazitäten zu Ende gehen könnten. Auch wenn wir austauschen, Patienten austauschen in den verschiedenen Bundesländern. Es sind sogar französische Patienten nach Deutschland gekommen und so weiter. Man kann auch innerhalb der Europäischen Union austauschen. Wäre das für Sie eine Begründung, wenn die Intensivkapazitäten zu wenig sind, dass wir dann mehr Einschnitte machen sollten? Die Sache ist wieder umgekehrt. Hilft das, was wir da machen? Hätten wir das gleiche Ergebnis, wenn wir alle gelbe Krawatten tragen würden? Hätten wir das gleiche Ergebnis, wenn wir alle nur mehr am Boden kriechen würden? Das ist die Frage. Und diese Antwort ist nein und das ist evident. Die Ansteckungen gehen ja zurück, wenn alle Leute zu Hause bleiben. Nein. Beweisen Sie das. Nicht wir als Bevölkerung müssen uns frei beweisen vor einer Regierung, sondern die Regierung muss, wenn sie Grundrechtseinschränkungen macht, das als nötig, als angemessen und als geeignet beweisen. Und das ist nicht passiert. Und das hat einen Grund, warum das nicht passiert ist, weil es diesen Beweis nicht gibt. Sie können eine Infektionskrankheit nicht eindämmen mit dem, was wir hier machen. Namentlich, da wir ja auch überhaupt gar kein Problem mit Infektionskrankheiten in industrialisierten Ländern haben. Aber das ist jetzt eine andere Sache. Zu den Auslastungen der Spitäler. Jedes Spital ist immer voll. Akutspitäler sind immer voll. Die erste Frage in der Früh, wenn du auf Station kommst, ist, haben wir Betten? Wir brauchen Betten. Die EBA hat kein Bett. Wen können wir ausbestellen? Die Intensiv ist voll. Wen können wir raustriagieren? Die Belegung der Intensivstationen ist azyklisch zugegebenermaßen, weil das nicht so gut planbar ist mit elektiven Eingriffen. Man weiß ja nicht, wie viele kritisch kranke Patienten, namentlich Reanimierte, kommen werden. Das geht azyklisch. Eine Akutstation, die auch elektive Eingriffe macht, und das macht eigentlich fast jede internistische Station oder auch Schlaganfallstationen, sind immer voll. Mehr oder weniger. Dafür haben wir ja Spitäler. Ich baue doch kein Spital hin und sage dann, super, jetzt ist es leer. Was glauben Sie, warum hat der Herr Anschober oder die Regierung über den Sommer nicht gesagt, gut, jetzt schauen wir, dass wir mal ein bisschen mehr Kapazitäten kriegen? Was glauben Sie? Na, die Antwort war, also das wurde auch gefragt, die Antwort war, es geht eben nicht nur um die Betten, sondern um das Intensivpersonal und das kann nicht in so kurzer Zeit ausgebildet werden. Die haben wir einfach nicht frei als Kapazitäten. Ja, wenn ich ein Intensivbett habe, dann habe ich auch den Personalschlüssel dafür. Also das ist ein Argument, das da gar nicht zieht. Die wahre Antwort ist, weil die ganz genau wissen, dass die Intensivkapazität aber locker reicht, dass wir locker genug Spitalsbetten in diesem Land haben. Und es ist eine Lüge, wenn jemand behauptet, es wird triagiert, in dem Sinn die Guten ins Töpfchen und die Schlechten gehen nach Hause zum Sterben. Das ist in Österreich noch nie vorgekommen und das wird auch nicht vorgekommen. Und ich kann es schon nicht mehr hören, das Wort Triage, es wird so verkauft, wie ich das gerade gesagt habe, das stimmt aber nicht. Triage heißt einfach, dass der drankommt, der es am notwendigsten hat und der einen elektiven Eingriff hat, na, der kommt halt einmal jetzt nicht dran. Oder der schwerer erkrankt ist, der wird als erster behandelt. Und nichts anderes heißt das. Die Bevölkerung wird in Angst und Schrecken versetzt durch diese Daten. Kein Mensch hat sich bis jetzt dafür interessiert. Und was glauben Sie, warum hat die Regierung keine Betten generiert? Weil sie genau wissen, dass wir genug Kapazitäten haben. Ich kann Ihnen auch Zahlen nennen für die Steiermark. Die Auslastung der Normalstationsbetten in den Monaten April und Mai lag bei 25% und der Intensivstationen bei 16%. Und das am Höhepunkt der allerschlimmsten Seuche, die die Menschheit je gesehen hat. Da passt was nicht. Die Geschichte passt hint und vorn nicht zusammen. Von einer tödlichen Seuche würde ich mir schon erwarten, dass die Spitäler voll sind. Da würde ich mir schon erwarten, dass wir eine Übersterblichkeit haben, die wir, wie es der Professor Haditsch bereits ausgeführt hat, nicht haben, auch in Italien nicht. Das Durchschnittsalter der in Österreich mit dem Coronavirus verstorbenen Patientinnen und Patienten war 81 Jahre alt. Ja. Entschuldigung, ohne zynisch zu sein, wo soll die Reise hingehen?
Ja, damit haben wir die durchschnittliche Lebenserwartung erreicht. Und diese Lebenserwartung ist in den industrialisierten Ländern im Übrigen in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen. Und das ist sie nicht, weil die Medizin so toll ist. Auch ein bisschen. Das ist durch eine vernünftige Politik entstanden. Saubere Wohnungen, sauberes Wasser, eine ordentliche medizinische Versorgung. Aber nicht, weil wir die Wirtschaft ruiniert haben, weil wir jedem einen dreckigen Fetzen ins Gesicht gegeben haben und die Leute komplett soziopathisch umpolen. Dankeschön. Kommen wir vielleicht wieder zurück zur Demokratie. Sie haben ja es gibt einen außerparlamentarischen Untersuchungsausschuss in Deutschland und Sie haben jetzt gerade einen außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss ACU in Österreich aus der Taufe gehoben. Und zwar haben Sie sich damit kurz vor unserer Sendung mit Rechtsanwälten getroffen, denen die Grundwerte wichtig sind. Was wollen Sie damit mit diesem Verein oder was ist das? Danke für diese Frage, weil das ist, glaube ich, schon, und wir sollten uns den 18. November 2020 vielleicht auch in den Kalender eintragen, weil ich mit aller Bescheidenheit glaube, dass das ein wichtiges Datum auch für die Demokratie in Österreich werden wird oder sein wird. Ich bin Mitbegründer einer Plattform, die heißt Respekt. Und diese Plattform gibt es jetzt seit ungefähr 5 Monaten. Und da haben sich Leute aus den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen zusammengefunden. Also das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, dass zwar vielleicht ein bisschen der Impetus aus dem Bereich der Medizin gekommen ist, aber wir haben viele andere unglaublich wertvolle Menschen, die hier mitarbeiten. Und letztendlich spiegelt sich das ja auch im Namen der Plattform Respekt wider, weil ja jeder Buchstabe sozusagen für einen Kernbegriff unseres Ehrenkodex steht. Das R für Respekt, das E für Ehrlichkeit, das S für Selbstbestimmung, das P für Pazifismus, das zweite E für Ethik, das K für Kultur und das T für Transparenz. Und als solche haben wir schon über Wochen und Monate versucht, ein bisschen die Sorgen und Ängste der Leute in Österreich mit einer gewissen Struktur sozusagen aufzufangen und in irgendeiner Art und Weise zu bahnen und zu versuchen, dagegen anzugehen. Und was uns aber hierbei natürlich gefehlt hat, ist die Perspektive, wie können wir für die Leute hier vielleicht auch etwas besser machen. Und es wollte wirklich die Gunst des Schicksals, wenn ich das so sagen darf, vielleicht ist es sogar Bestimmung, ich versteige mich einmal zu dieser Fragestellung, dass sich parallel dazu entwickelt hat, eine Gruppe von äußerst kritischen, mutigen und hochprofessionellen Rechtsanwälten, gestreut über praktisch ganz Österreich, die ihrerseits eine Gruppe begründet haben, die sich benannt haben nach dem Begriff Rechtsanwälte für Grundrechte. Da hat vielleicht auch Deutschland, wo ich ja auch tätig bin, ein bisschen eine Vorbildwirkung gehabt, weil in Deutschland gibt es auch die Anwälte für Aufklärung. Wobei ich es deswegen für so besonders wertvoll empfinde, weil in Deutschland, und ich bedauere das ein bisschen, sozusagen parallel zwei Organisationen tätig sind. Also auf der einen Seite der Außerparlamentarische Corona-Untersuchungsausschuss mit den Ärzten für Aufklärung und dann die Juristen für Aufklärung, wo es zwar Überschneidungen gibt, aber nicht diese Form des Schulterschlusses, der uns jetzt in Österreich möglich war. Und das ist auch dem zu verdanken, dass wir da unter den Rechtsanwälten auch auf äußerst aufgeschlossene, konstruktive, zielorientierte und vor allem mit einer unglaublichen fachlichen Kompetenz ausgestattete Kollegen getroffen sind, sodass wir jetzt auch formal einen Schulterschluss vollzogen haben und diesen außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss Österreich
aus der Taufe gehoben haben, wo wir in Zukunft auch strukturiert und sozusagen vereint eine Anlaufstelle darstellen wollen für Österreicher, die Probleme mit der aktuellen Situation haben. Das soll jetzt nicht sozusagen ein Versprechen sein, das dann nicht gehalten werden kann. Also ich bin jetzt nicht dafür, dass wir die Erwartungshaltung ins Unermessliche steigern, aber es ist zumindest eine Perspektive. Und es sind sozusagen auch die Leute eingeladen, sich an uns zu wenden, und es besteht dann die Möglichkeit, dadurch, dass auf der einen Seite hier topkompetente Juristen sind und auf der anderen Seite die Plattform Respekt, in der sich sehr viele Professionen finden, sind auch Künstler dabei, Psychologen dabei, Ärzte dabei, Krankenschwestern, Techniker, also MTAs dabei und so weiter und so fort, dass wir durch die Verquickung dieser unterschiedlichen Fachrichtungen hoffen, sozusagen eine in sich breit gestreute, kompetente Plattform zu sein, um eventuell dann auch Rechtsfragen anzugehen. Und da schließt sich auch wieder der Kreis, Rechtsfragen, die derzeit in unserer Demokratie zu kurz kommen. Es ist ja eine für mich ganz tragische Erkenntnis, dass jene Einrichtungen, die eine Demokratie normalerweise hat, nämlich eine Bundesregierung und die ebenfalls wichtige Opposition, ihre Rolle, nämlich die Demokratie zu verteidigen, ad acta gelegt hat und genau das Gegenteil unternimmt. Es werden Grundrechte ausgehebelt, es werden viele Gesetzesübertretungen begangen, häufig auch in einer Frequenz und in einer Kaltschnäuzigkeit und Unverfrorenheit, dass man also mit den Ohren schlackern muss und dass man mit den Gegenmaßnahmen auch aus juristischer Seite, das habe ich auch heute mitbekommen, schlicht und einfach gar nicht mehr nachkommt. Weil also hier Aktionen, und zwar rechtlich zutiefst fragwürdige Aktionen, in einer Schlagfrequenz präsentiert werden, dass man sozusagen von rechtlicher Seite her gar nicht mehr nachkommt. Ich meine, wenn es um Fragestellungen geht, die den Verfassungsgerichtshof betreffen, der trifft sich meines Wissens nach, glaube ich, viermal im Jahr, ja, und wir bekommen jetzt wöchentlich neue Verordnungen aus dem Gesundheitsministerium, die zum Teil illegal sind. Und wo man sich fragen muss, auf welcher Rechtsgrundlage ist das? Und vor allem, welches Zeugnis stellt eine Bundesregierung einer Demokratie aus, wenn einmal auf den Verdacht hin Verordnungen erlassen werden, wo man schon weiß, wenn dagegen rechtlich angegeben wird, muss es wieder aufgehoben werden. Aber bis dahin nützen wir einmal die Zeitspanne der Gesetzesübertretung, um unsere eigenen Interessen durchzusetzen. Ich meine, das ist doch ein Offenbarungseid unserer Demokratie. Danke, Herr Dr. Schissler. Sie sind einer dieser Rechtsanwälte für Grundrechte, die da dabei waren. Vielleicht könnten Sie uns erzählen. Das heißt, es können sich Leute bei Ihnen melden, die Sie dann vertreten würden, wenn die sich in den Grundrechten beeinträchtigt oder eingeschränkt fühlen. Die können sich bei Ihnen melden und Sie würden sie dann kostenlos beraten. Ja, also wie gesagt, also diese Gruppe wurde gegründet, um also eine Basis, eine institutionelle Basis zu schaffen für solche Personen, die sich hier in Grundrechten beeinträchtigt fühlen. Also grundsätzlich eine Gratisvertretung wird es in dem Sinn nicht sein. Wie gesagt, diese Ich gebe Rechtsauskünfte sehr oft gratis, also ich sage dann immer, wenn jemand eine Spende geben will, gibt das halt, wenn nicht, dann gibt es eben nicht. Ne? Aber es können Prozesse nicht gratis geführt werden von Rechtsanwälten. Es wird dann vielleicht versucht, hier eine Finanzierung irgendwie durch Crowdfunding und dergleichen vielleicht zu erwirken, dass man das dann günstiger gestalten kann. Das wird zumindest versucht zu erreichen, aber eine Gratisvertretung selbst kann es nicht sein. Aber ich glaube gar nicht, dass das das große Problem ist der Menschen. Die Menschen haben vielfach Angst. Oft hört man, was passiert mir, wenn ich das mache? Was passiert dann, wenn ich da Einspruch erhebe, wenn ich jetzt beim Arbeitgeber den PCR-Test verweigere, wenn ich jetzt zur Behörde zitiert werde und einen PCR-Test machen muss, was passiert mir dann? Was ist mit der Quarantäne? Was ist mit dem Arbeitsplatz? Es ist eine totale Angststimmung, die die Leute sehr hemmt und sehr einschüchtert.
Und das ist eigentlich das große Problem. Ne? Und da ist eine gewisse Institutionalisierung von Anwälten unter diesem Gesichtspunkt sehr hilfreich, weil man dann sieht, es ist doch eine Gegenbewegung da. Ne? Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Frau Dr. Rösch, werden Sie sich dann an diese Plattform wenden als Vertretung? Sie meinen, wenn ich, hört man mich? Sie meinen, wenn ich rechtliche Schwierigkeiten habe? Oder wann, wie meinen Sie? Na, weil Sie gesagt haben, dass Sie rechtliche Schritte unternehmen werden, weil Sie von Ihrem Arbeitgeber... Das ist alles im Laufen und der Roman macht das dankenswerterweise auch. Dankeschön. Ich habe heute die Stimme verloren, sehr schlecht. Also was soll eigentlich mit einer Gesellschaft werden, wo der andere eigentlich der Feind ist? Jemand, der mir auf der Straße begegnet, dem ich ausweichen muss, wo ich also, ich werde nur als todbringende Virenschleuder wahrgenommen. Ich darf auch die anderen Menschen nicht umarmen und es ist gemeinsames Handeln auch untersagt, gemeinsame Treffen untersagt. Also irgendwann wird er das aufhören. Was glauben Sie, was dann nachher sein wird, nach diesen Maßnahmen, wenn die wieder aufgehoben werden? Was ist mit dieser Gesellschaft passiert? Hoffen Sie nicht darauf, dass diese Maßnahmen aufgehoben werden. Es kann sich nur jeder selbst befreien. Es erreichen uns ja sowohl den Roman als auch mich sehr viele Anrufe mit den Fragen, ja, was soll ich machen und wenn das dann wieder so ist, da wird nichts wieder, wie es so ist, wenn wir das nicht selber machen. Ich orte ein sehr großes Defizit an Eigenverantwortung und an Macht, die bei einem selbst liegt. Und jetzt nicht in Macht im Sinne von andere zu dominieren, sondern ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Vielleicht ist das so ein Morbus Österreich, dass man die Eigenverantwortung an jemand anderen geben will. Regel du das für mich. Das soll der Anwalt machen, das soll der Doktor machen, die Lehrer sollen es machen und die Regierung und die Politiker sollen uns da jetzt wieder rausholen. Das wird es nicht Spiel. Da wird es nur mit ziviler Ermächtigung gehen und das ist, glaube ich, auch eine Sache, wo man die Gesellschaft ein bisschen hinschubsen muss, dass man sich nicht verlässt auf andere, sondern selbst ins Tun und Handeln kommt. Wer verfassungskonform handelt und bei sich ist, der ist meines Erachtens nach auf dem richtigen Weg. Das heißt, wir müssen uns dem virologischen Imperativ unterwerfen, wie der Philosoph Markus Gabriel vor kurzem gesagt hat. Frage an Sie, Herr Dr. Hadic. Es ist doch so gewesen, bis vor kurzem war doch der Kranke irgendwie der Störenfried der Gesellschaft und musste ausgesondert werden. Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass hier die Gesunden ausgesondert werden, zum ersten Mal eigentlich. Ja, weil alle, die gesund sind, dürfen das und das und das nicht mehr machen. Ja, es findet ja aus meiner Sicht eine Pathologisierung der Gesellschaft statt. Und wir haben ein Phänomen, für das ich weiß nicht, ob ich die Urheberschaft dafür habe, ich habe das nicht nachkontrolliert, aber den Ausdruck der Infektophobie geprägt habe. Das heißt, wir implantieren bei der Bevölkerung den Eindruck, dass Infektionen etwas Einzigartiges sind, dass jeder, der infiziert ist, sicherheitshalber einmal gemieden werden soll und nicht nur der es erwiesenermaßen ist, sondern der es vielleicht ist oder der es sein könnte oder das vielleicht jetzt noch nicht ist, aber wird, nicht? Und wir haben hier ein Phänomen, das, wenn man den Psychologen glauben darf, zumindest schon zwei Generationen traumatisiert hat, nämlich die Kinder und die Jugendlichen. Und wenn man sich im eigenen Bekannten- und Freundeskreis umsieht oder auch einfach im öffentlichen Leben, glaube ich, dass diese Pathologisierung mehr oder minder schon den Großteil der Bevölkerung erfasst hat. Und was ist der Hebel, der hier gesetzt wird? Es ist die Angst. Und diese Angst ist ja, würde ich meinen, mittlerweile nicht mehr nur vor dem Erreger und SARS-CoV-2, sondern es ist auch die Angst vor der Staatsgewalt. Und es ist auch die Angst vor
also die existenzielle Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, des eigenen Business, der Verlust einer geplanten Zukunft, eines Lebensplanes. Und all das wird von den Entscheidungsträgern vordergründig gerechtfertigt mit dem Ausdruck, dass man zusammenhalten muss, dass Gesundheit über alles geht und dass es unverzichtbar ist, diese aktuellen Maßnahmen auch durchzusetzen. Ich möchte nur sagen, man würde sich doch erwarten, dass einerseits Leute, die dieses Maß an Verantwortung für die österreichische Bevölkerung tragen, sich kritisch mit bestimmten Fragestellungen auseinandersetzen und dass sie hoffentlich auch lernfähig wären. Und beides ist nicht der Fall. Aus dem ersten Lockdown, der erwiesenermaßen zu spät gekommen ist und de facto am Infektionsgeschehen nichts Nennenswertes geändert hat, hat man nichts gelernt. Der Kumulationspunkt der Erkrankungen war übrigens auch schon vorhergesagt, zumindest jetzt für das aktuelle Infektionsgeschehen, der 11. November. Das ist ein Zeitpunkt, wo weder der Soft-Lockdown noch der effektive Lockdown überhaupt hat greifen können. Und ab diesem Zeitpunkt sind Infektionszahlen, der R-Wert zurückgegangen. Krankheiten und auch Intensivbelegungen hinken natürlich hinterher. Aber auch da können wir jetzt Zahlenspiele machen. Ich meine, vielleicht nur um eines zu sagen, für alle die, die es vielleicht noch immer nicht wissen, es landet jeder auf der Covid-19-Sterbeliste, der 28 Tage vor seinem Tod SARS-CoV-2 positiv getestet worden ist, unabhängig davon, mit welcher Methode er getestet wurde, wie hoch das Testergebnis war und ob eine etwaige Infektion mit SARS-CoV-2 in irgendeiner Art und Weise kausal mit seinem Ableben verknüpft war. Die landen trotzdem alle auf dieser Liste. Und natürlich hängt das jetzt ein bisschen hinterher, aber wenn man sich die Kurven anschaut, dann haben wir eine Abflachung der Kurve, was die Krankheitsfälle und auch was die Intensivstationen anlangt, schon über mehrere Tage. Das heißt, mir ist jetzt nicht bang, und da bin ich ganz auch bei der Frau Kollegin Rösch, nicht, wenn wir davon ausgehen, dass von den 2.500 bis 2.600 Intensivbetten in Österreich ungefähr 1.100 dem Krankheitsbild Covid-19 gewidmet oder dafür reserviert sind. Und jeder, der SARS-CoV-2 ist, sowieso dann auf so eine Intensivstation kommt, also auch wenn er nicht die Krankheit Covid-19 hat. Und damit liegen wir jetzt bei ungefähr 51% dieser speziellen Betten, die durch testpositive Leute besetzt sind. Also das sind ja jetzt nicht Covid-19-Kranke. Also von der Seite her ist da wirklich noch ausreichend Luft nach oben, abgesehen davon, dass ja viele der Erkrankten letztendlich nicht unbedingt eine Intensivbetreuung brauchen und dass man ja hier auch noch dadurch gegensteuern kann, indem man dann, wenn es irgendwann einmal erforderlich sein sollte, elektive Eingriffe ja verhindern kann und damit innerhalb kurzer Zeit zusätzliche Bettenkapazitäten auch schaffen kann. Und wie die Frau Kollegin Rösch schon gesagt hat, das Argument mit dem Pflegepersonal ist eines, das man so gar nicht gelten lassen kann. Weil wenn ich heute als Spitalsbetreiber ein Intensivbett anmelde, dann muss ich nicht nur die Infrastruktur, sozusagen die Technik zur Verfügung haben und das Bett, sondern ich habe einen verbindlichen Pflegeschlüssel. Das heißt, pro Intensivbett gibt es diese Pflegekräfte, sonst verliere ich das Intensivbett und darf es als solches auch nicht mehr führen und darf dafür auch kein Geld mehr sozusagen kassieren. Also von der Seite her würde ich meinen, ist hier keine Begründung für das, was hier gelaufen ist. Und wird es, so hoffe ich auch, und vielleicht darf ich jetzt trotzdem kurz den Zirkelschluss noch einmal in den außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss machen, wird es hier sicherlich Aufklärungsarbeit geben. Wir vom ACUA, also vom außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss Österreich, werden uns darum bemühen,
über Crowdfunding, über Sponsoren und so weiter ein Budget, und zwar ein zweckgewidmetes Budget aufzustellen, damit Leute für den Fall, dass sie sich einer Klage anschließen oder so, kein eigenes finanzielles Risiko eingehen müssen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, vor allem in Zeiten, wo viele Leute ja wirklich existenziell bedroht sind und sagen, sie können sich es im Bedarfsfall dann nicht leisten. Sie haben zuerst den Reproduktionsfaktor genannt, diesen R-Wert. Und dieser R-Wert bestimmt ja, wie viel ein Infizierter andere ansteckt, wie viele andere Personen er ansteckt. Und jetzt, Frau Dr. Rösch, wenn ich Sie jetzt frage, auf welche wissenschaftliche Expertise sich Deutschland beruft, dann würden Sie sofort wie aus der Pistole geschossen den Namen wissen. Ja? Der Dr. Drossen, der fast jeden Tag im Fernsehen vorkommt oder vorgekommen ist. Auf welche wissenschaftliche Expertise oder welche Mediziner, welche Epidemiologen, Virologen und so weiter stützt sich unsere Regierung eigentlich? Ich weiß nur, weil wir den Reproduktionsfaktor genannt haben, dass sie sich auf Mathematiker stützen. Aber gibt es auch Wissenschaftler, solche ausgewiesenen Leute wie der Dr. Drosten in Deutschland? Naja, ob der Herr Dr. Drosten überhaupt ein Doktor ist, das sei noch dahingestellt. Ne? Weil die Dissertation ist ja nach wie vor nicht auffindbar. Aber wie auch immer, ja, diese Expertinnen oder Experten der Regierung sind mir nicht bekannt. Man hört immer wieder Namen und das hat da, die so eingestreut werden, aber meistens sind es eher die Berater, haben gesagt. Interessanterweise ein erstaunlicher Mangel an Humanmediziner bei diesen Namen dann immer. Also wir hören Tierärzte, den Herrn Nowotny. Das ist ein ehrenwerter Berufsstand. Wir brauchen diesen Beruf, aber er soll sich bitte in der Humanmedizin nicht einmischen. Interessant ist auch, dass er bei seinen Fernsehauftritten immer lacht. Also wir haben tödlichste Seuche ever und jeder ist immer ganz heiter und lustig. Ja, Mikrobiologen treten öfter auf, oder Sozialwissenschaft auch. Ich meine, wie gesagt, ich habe gegen diese Professionen nichts, aber die Humanmediziner sind am Horizont nicht sichtbar. Vielleicht liegt das auch daran, dass ein Humanmediziner eine Berufspflicht hat gegenüber Menschen, die ein Tierarzt oder ein Mikrobiologe nicht hat. Aber ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich verweise auf den Verordnungsakt des Ministeriums, der ist leer. Da ist kein Name drin von einem oder einer, die sich da geäußert hätten. Der Herr Dr. Hadic kennt jemand, auf den man sich beruft? Nein, ich möchte vielleicht nur ergänzen. Also alle die Modelle, die bisher von Mathematikern errechnet worden sind, sind völlig daneben gegangen. Und das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass hier, und uns liegt unter anderem auch seine Arbeit vor, mit einer Variablen gearbeitet wird. Und ich habe schon angeregt, dass also gerade Mathematiker ja auch die etwas komplexere Berechnung nach Multivarianzanalyse beherrschen sollten und dringend aufgefordert sind, wenn sie überhaupt sich bemüßigt fühlen, dazu einen Kommentar abzugeben, das dann mit entsprechender Professionalität zu machen. Zu den Abschätzungen zum R-Wert muss ich sagen, habe ich im Moment ein durchaus gutes Gefühl. Warum habe ich das gute Gefühl? Wir können natürlich immer über die Erhebung von Zahlen diskutieren und fragen, wie weit sind die jetzt korrekt und wie weit nicht. Aber im Moment liegen die meisten Berechnungsmodelle, die auch nach außen gebracht werden, in den Händen der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, der AGES. Und die Person, die dort federführend auch mitverantwortlich ist für das, was rausgeht, ist der Professor Franz Allerberger, den ich über alles schätze. Und er ist nicht nur sachkundig, sondern er ist auch besonnen und hat sich für mich fast überraschend, wenn man seine Position mit berücksichtigt, fast überraschend mutig, offen und kritisch zu manchen Aspekten geäußert. Und wenn man diesen R-Wert nimmt, nicht, dann gibt es ja den sogenannten R0-Wert. Und der R0-Wert geht ja immer davon aus, dass eine Person, die infektiös ist, grundsätzlich nur mit nicht immunen Personen in Kontakt kommt. Also das ist ganz am Anfang einer Epidemie.
Und da habe ich natürlich ein vermutlich höheres Ausbreitungspotenzial, als wenn ich es dann über die Zeit berechne oder wenn ich für den aktuellen Zeitpunkt den sogenannten effektiven R-Wert berechne, wo ich ja davon ausgehen muss, dass einerseits durch Verhaltensmaßnahmen, die Sinn machen, ich nenne wieder das Beispiel der Händehygiene, ja, und durch Personen in der Umgebung, die bereits immun sind, der tatsächliche Ansteckungsfaktor deutlich zurückgeht. Und wir haben nach den aktuellen Berechnungen, ich habe heute noch auf der Fahrt hierher mal hineingeschaut, das ist der R-Wert, der bis gestern gilt, einen sukzessiven Abfall des R-Wertes seit dem 11. November gehabt. Da wird immer ein Durchrechnungszeitraum von 7 Tagen im Moment verwendet und der liegt jetzt bei 1,04. Also bei 1 heißt es, es sind nicht mehr Leute, die sich anstecken. Das heißt, eine Person. Nicht mehr anstecken als schon sind. Ja, also das ist dann das Ansteckungsverhältnis sozusagen 1:1. Und ab diesem Zeitpunkt nimmt dann sozusagen auch das Infektionsgeschehen ab. Insofern sehe ich auch da jetzt nicht irgendeine explodierende Seuche. Und noch einmal, diese Abnahme ist erfolgt zu einem Zeitpunkt, wo die von der Politik getroffenen Maßnahmen noch gar nicht wirken können. Ich weiß schon, dass die das natürlich dann als Erfolg ihrer Strategie reklamieren werden. Aber auch da werden wir mit entsprechender Deutlichkeit dem widersprechen, weil in der Reform des Infektionsschutzgesetzes in Österreich spricht der Herr Minister Anschober von einer Verzögerungszeit von 3 Wochen. Und wenn wir jetzt sozusagen aktuell zurückrechnen, ab dem 11. gehen die Zahlen zurück und wir rechnen 3 Wochen zurück, war noch nicht einmal vom Soft Shutdown eine Rede. Und insofern, wenn man die vom Minister Anschober selbst sozusagen proklamierten Eckdaten hier verwendet, kann es nicht auf die Maßnahmen zurückzuführen sein. Es geht sich zeitlich nicht aus. Jedenfalls haben wir gesehen, dass sich immer mehr Gruppen jetzt beschweren und es gibt jetzt auch eine Klage an den Verfassungsgerichtshof von den Künstlern, von Florian Krumböck und andere schließen sich daran an, nicht nur, weil sie bei den Freizeiteinrichtungen zwischen Paintball-Anlagen und Bordellen rangieren, sondern auch, weil sie finden, dass es nicht verhältnismäßig ist, weil sie eben, die Kultur hat ja wirklich alles getan, dass sie die Veranstaltungen machen können, indem sie die Leute auseinandergesetzt haben und so weiter. Ja. Werden Sie auch zum Verfassungsgerichtshof gehen mit Klagen, also im Zuge dieses außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschusses? Das ist zumindest im Rahmen dessen, was derzeit auch mit den Juristen, aber da will ich den Juristen nicht vorgreifen, diskutiert wird. Aber zweifellos gab es in den vergangenen Monaten Entscheidungen der österreichischen Bundesregierung, die nicht mit der österreichischen Verfassung zur Deckung zu bringen sind. Es sind nur schon einige Verfassungsklagen eingebracht worden und insofern sind da einige Sachen auch im Laufen. Lassen Sie mich noch einmal kurz auf die Künstler zurückkommen. Ich kenne hier die Daten aus Deutschland und in Deutschland ist es so, dass wenn man die Künstler zusammennimmt und sozusagen den kollateralen Nutzen, den man aus der künstlerischen Betätigung in Deutschland nimmt, also dass Leute wohin fahren, dass Leute wo übernachten, dass sie wo essen, also wo dann der Tourismus mit eingerechnet wird, der kunstzentriert ist, ist die Kunst in Deutschland der größte Wirtschaftsfaktor überhaupt. Und jetzt ist Österreich ja, wenn wir ein bisschen eitel auf unsere eigene Nation schauen, ja, eigentlich ein Land, das Kunst und Kultur noch wesentlich höher ansiedelt, insbesondere pro Kopf, ja, als das in Deutschland der Fall ist. Also gehe ich einmal davon aus, dass in Österreich die Wertschöpfung, die aus der Kultur kommt, ja noch eine viel höhere ist, als das in Deutschland der Fall ist. Und umso unverständlicher ist es, dass hier Maßnahmen gesetzt werden, um gerade diesen wirtschaftsprägenden Faktor dermaßen in die Knie zu zwingen. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, hat es eine gewisse Zeit gedauert, bis sich auch Künstler wirklich in Anbetracht der Kanäle, die sie eigentlich hätten, aus der Deckung gewagt haben und aufgetreten sind. Es gibt hier Ausnahmen. Also für mich
extrem wohltuend die Frau Nina Proll, ja, die also hier auch aus ihrer Position kein Hehl gemacht hat. Aber es gibt auch andere. Aber in Deutschland gibt es ja mittlerweile sogar ein Lied, das man auf YouTube anklicken kann, wo es darum geht, dass jene Generation, die man so bewundernd gehabt hat an Künstlern, sich im Moment absolut still verhält und keine Probleme hat, offensichtlich zumindest keine nach außen hin artikuliert mit diesen dramatischen Einschnitten, die auch in Deutschland derzeit stattfinden. Es ist höchste Zeit, dass sich auch die Künstler auf ihre Hinterbeine stellen und sich das nicht weiter gefallen lassen, und zwar öffentlichkeitswirksam. Ja, wollen Sie noch etwas dazu sagen, Frau Dr. Rösch? Vielleicht hat es einen Grund, warum die Künstler das nicht machen, wobei ich ein bisschen Berufsgruppen in Schutz nehmen muss, weil ich glaube, dass man kann das nicht auf den Beruf, auf die Ausbildung runterbrechen, wer sich auf die Hinterbeine stellt. Ich stelle fest, dass das quer durch alle Bevölkerungsgruppen geht. Das Alter spielt offensichtlich ein bisschen eine Rolle, aber die Ausbildung oder der Beruf nicht. Entweder man hat das Gehen dazu, sich auf die Hinterachsen zu stellen, oder man hat es nicht. Und deshalb würde ich das nicht so, nicht hoffen auf die Künstler, auf die Ärzte, auf die Anwälte, auf die Lehrer, auf die Installateure, sondern das ist eine individuelle Entscheidung, sich zu ermächtigen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Aber nur die Möglichkeit, der Multiplikationsfaktor ist bei Prominenten, und die sind eben im Bereich der Kunst, der Kultur und des Sportes. Das sind die prominentesten Leute, die wir eigentlich haben, neben den Politikern. Ja? Aber das sind die prominentesten Leute. Das heißt, die haben üblicherweise am ehesten oder hätten am ehesten auch die Kanäle sozusagen oder könnten am ehesten etwas bewirken. Wenn ich als kleiner Arzt irgendwas sage, das interessiert ja eigentlich niemanden. Ja? Aber wenn ein prominenter Künstler etwas sagt, dann hat das ein ganz anderes Gewicht. Nicht ohne Grund werden die ja häufig auch sozusagen als Galionsfiguren für verschiedene Bewegungen und für verschiedene Initiativen eingesetzt, weil man weiß, die ziehen, die sind meinungsbildend, auch in der Öffentlichkeit. Und genau diesen Appell würde ich sagen, und am Rande würde ich auch noch ganz dringend einen Appell richten an die Journalisten, die übrigens auch einen Ehrenkodex haben. Ja? Und ich würde wirklich appellieren, dass die Journalisten sich auch zunehmend öffnen dem Diskurs. Es geht nicht darum, ich beanspruche für mich jetzt nicht, die Wahrheit zu besitzen oder immer Recht zu haben. Aber es muss ein Diskurs zugelassen werden und das auch in den unterschiedlichsten Medien. Es muss offen diskutiert werden können, mit offenem Visier miteinander, auch gestritten werden können, ohne dass man dem anderen böse ist, ohne dass man in das Persönliche hineingeht, ohne dass man untergriffig wird, sondern im Ringen um die beste Lösung. Und das ist bisher unterbunden worden und deswegen ist die Lösung auch nicht gut. Es gibt seit heute offenbar einen Aufstand schon in den Medien. Ich habe heute einige kritische Dinge gelesen, und zwar gegen diese Maßnahme, die ohne parlamentarische Beschlüsse in Deutschland gemacht worden sind. Also die Stuttgarter Zeitung und. Also die haben sehr, sehr kritische Töne. Ich war auch ganz erstaunt, weil bis jetzt waren es ja auch in Deutschland, waren die Medien Sprachrohr der Regierung. Ich schließe jetzt vielleicht mit einem Satz eines Verfassungsrechtlers, der gesagt hat, der Rechtsstaat lebt von Grundrechten, die in ihrem Wesensgehalt nicht von staatlichen Anordnungen berührt und eingeschränkt werden dürfen. Und wenn wir das auf längere Dauer hinnehmen, sind wir mit dem Rechtsstaat am Ende. Und das hoffe ich ja nicht, weil es gibt schon genügend Leute, die sich dagegen wehren. Vielen Dank für Ihre guten Beiträge und vielen Dank für die Zuhörer. Dürfen wir noch ein Stückchen? Dann werde ich noch zeitlich. Also dann. Also ein Herr Dieter. An Sie, Herr Dr. Hadic, er würde gerne wissen, was Sie aus demokratiepolitischer Sicht dazu sagen, dass ein Bundeskanzler alle jene, die bezüglich des Umgangs mit dem Coronavirus eine andere als die Regierungsmeinung vertreten, als Dummköpfe bezeichnet. Das haben Sie eigentlich schon beantwortet heute. Ich habe es schon beantwortet, aber noch einmal, man soll ihm das nicht übel nehmen. Er hat einen, wie ich meine, eben bildungsdefinierten Horizont, und deswegen darf man ihm deswegen nicht böse sein. Also,
Dann ein Herr Ernst hat gesagt, Demokratie wird derzeit global mit Füßen getreten. Wurde das nicht alles in Rockefeller Stiftung Lockstep Studio und Bill Gates Stiftung Event 201 durchsimuliert und warum wohl? Dazu möchte ich mich nicht äußern, weil ich darüber keine Kenntnis habe. Ich versuche ausschließlich darüber zu reden, wo ich Evidenzen habe oder zumindest sehr harte Hinweise und wo ich mich auskenne. Ich glaube auch, dass das ein Thema ist, das an unseren jetzigen Problemen vorbeigeht. Also dazu gebe ich keine Stellungnahmen ab zu solchen Spekulationen. Und dann gibt es eine andere Frage an Sie, die ist jetzt handschriftlich. Ich hoffe, ich kann sie lesen. Jemand fragt, wahrscheinlich noch dieser Herr Günther, bekommen die Spitäler für ihren Covid-19-Patienten ein erhöhtes Pflegebedarfsgeld oder erhöhtes Honorar oder so? Nicht, dass ich wüsste. Ich möchte aber auch alle Menschen ein bisschen desillusionieren. Wir leisten uns ein Gesundheitssystem, weil kranke Menschen Geld kosten. Die kosten uns was. Also niemand braucht glauben, dass mit einem kranken Menschen, mit einem Krankenhausbett Geld verdient werden kann. Wir leisten uns das als Solidargemeinschaft. Ich höre öfter diese Dinge, dass da jemand Geld dafür kriegt. Ich habe dafür, deckt sich nicht mit meiner Realität und mit dem, was logisch zu erklären ist. Glaube ich nicht. Aber vielleicht darf ich da nur eines sagen. Da unterscheiden sich natürlich die Gesundheitssysteme der Welt. Und mir wurde nur zugetragen, ich kann das jetzt nicht auf den Wahrheitsgehalt überprüfen, aber es schien mir durchaus logisch, dass beispielsweise in den USA ein intubierter Patient mehr Geld bringt als ein nicht intubierter Patient. Und das war ja auch eine der scheinbaren Gründe dafür, aber bitte mit aller Vorsicht, ich will jetzt auch hier keine Verschwörung oder etwas propagieren, aber es erschien mir plausibel, weil natürlich ein anderer Schlüssel angewandt wird, wenn ein Patient intubiert ist oder nicht und dass natürlich sozusagen hier dann vielleicht auch andere Verrechnungspositionen zum Tragen kommen, aber es wäre eine Erklärung vielleicht auch dafür, dass sozusagen zumindest in der Anfangszeit Leute halt vielleicht auch schneller mal intubiert worden sind. Und dieser Günther fragt noch mich, ob es nicht an der Zeit wäre, den ORF von allen politischen Kräften zu befreien. Ich kann nur antworten, der Aristoteles hat gesagt, jeder Mensch ist ein Zoon Politikon und deswegen kann man auch nicht irgendeine Institution von der Politik oder von politischen Kräften befreien. Eine Frau Charlotte hat gefragt, was ist dann das Ziel dieser politischen Covid-Maßnahmen, so wie sie gerade getätigt werden, wenn alles noch im Korridor bleibt? Ich pflege da immer zu sagen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Erklärung dafür. Da muss man die Entscheidungsträger selbst fragen, warum sie so agieren. Aber etwas kann ich aufgrund meiner beruflichen Erfahrung im Bereich der Infektionsheilkunde sagen, SARS-CoV-2 ist es nicht. Ich will jetzt auch keine Verschwörungstheorien fördern, nur ich kann nur sagen, SARS-CoV-2 ist es nicht. Was es alternativ ist, muss man die Entscheidungsträger fragen. Ich schließe mich dieser Meinung voll inhaltlich an. Um eine Erkrankung geht es auf jeden Fall nicht. Ich weiß es auch nicht. Es könnte aber sein, dass Korruption im Spiel ist. Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Ich verwende den Konjunktiv. Das müsste dann in allen Ländern sein, weil ja in allen europäischen Ländern, auch Übersee in Amerika und. Nein, es spielt schon etwas anderes vielleicht auch eine Rolle und das möchte ich nur sagen. Man hat schon jetzt miterleben können, dass es noch nie so einfach war, auf die Schnelle Gesetze zu verabschieden und damit einen unglaublichen Machtzuwachs zu generieren, wie das jetzt in dieser Zeit passiert ist. Also ich glaube schon, dass man hier auch ein bisschen so paste-copy, nicht? Also dass ich das runterkopiere und sage, das funktioniert dort gut, machen wir das doch auch. Ja? Also von der Seite her scheint es schon eine gewisse Eigendynamik bekommen zu haben, indem man eben gesehen hat, dass sich im Schatten dieser SARS-CoV-2-Pandemie
dass sich da manche Vorhaben wesentlich leichter realisieren lassen als in der Zeit davor. Das stimmt, also auch der französische Macron hat gesagt, nous sommes en guerre. Das heißt, wir sind im Krieg, er stellt sich hin wie ein General. Und man hat auch bei uns gesehen, schon während des ersten Lockdown, dass die Zustimmungsraten, die sind enorm gewesen. Also je strenger, je mehr Eingriffe in die Grundrechte, hatte man den Eindruck, sind die Zustimmungsraten gestiegen. Aber das stimmt jetzt nicht mehr. Also die werden jetzt weniger und es gibt auch mehr Proteste. Also auf Dauer kann man das wahrscheinlich nicht machen. Eine Maria Bachner sagt noch, wer hat denn Kurz und Merkel gewählt? Wir, die traumatisierte Gesellschaft, jeder Einzelne kann nur bei sich anfangen und sich ändern. Dann sieht er Merkel nicht mehr als die Mutti, die er braucht als ein Baby und in Kurz nicht mehr den coolen Papi, der es schon richten wird. Das andere kann ich jetzt leider nicht lesen, das ist handschriftlich. Ja. Ja, ich möchte dazu sagen, dass weder eine Frau Merkel noch ein Herr Kurz direkt gewählt sind. Sie sind demokratisch legitimiert und dann sind wir aber auch schon wieder fertig. Das wäre jetzt eine neue Diskussion. Also vielen Dank jedenfalls für die wirklich interessanten Beiträge und vielen Dank noch einmal an das Online-Publikum. Tut mir leid, dass ich heute jetzt gerade meine Stimme verloren habe. Ich hoffe, Sie haben mich verstanden. Dankeschön. Schönen Abend. Danke. Danke, guten Abend.